Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Morgen schon in strahlendem Sonnenschein und ich begrüße euch heute Morgen hier mit diesen zwei wunderschönen Blüten von der Kapuzinerkresse. Und die sprechen ja einfach aus sich, diese Schönheit der Blumen, diese Schönheit der Farbe, dieses einfache Dasein, mich anstrahlen und glücklich machen. Und ihr merkt also einfach, die Wirklichkeit ist Gottes Sprache. Gott spricht durch die Wirklichkeit. Und das gilt es zu entdecken. Und auch darum geht es im Evangelium des heutigen Tages, aufgeschrieben bei Matthäus im 12. Kapitel, die Verse 38 bis 42. Da wird Jesus von Pharisäern und Schriftgelehrten nach einem Zeichen gefragt, um sich selber sozusagen zu bestätigen. Das passiert 6-mal. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Also es geht darum, die Wirklichkeit Jesu als Zeichen zu akzeptieren. So wie er auftritt, so wie er sich verschenkt, so wie er Kranken gegenübertritt, sie gesund macht, so wie er Kindern, so wie er Frauen, so wie er Bedürftigen gegenübertritt, das spricht und darin bricht schon das Reich Gottes an. Also die Wirklichkeit des Lebens Jesu ist das Zeichen. Und das Gleiche gibt es doch heute auch zu sehen. Wenn ich einfach sehe, was im Rahmen der Flutkatastrophe alles in Bewegung gekommen ist. Da haben sich Menschen durch die Wirklichkeit ansprechen lassen und haben wirklich Riesenschritte der Liebe gemacht. Tausende von Menschen haben geholfen. Gestern hörte ich noch von meinem Bruder, dass auch in seinem Bekanntenkreis eine Familie ganz betroffen ist und dass die vielleicht gar nicht mehr in ihr Haus zurück können. Und da hat er und seine Frau sofort entschieden zu sagen, wenn das nicht geht in eurem Haus, dann kommt doch einfach zu uns und zieht oben bei uns ein, wir kriegen das schon hin. Auch die haben sich ansprechen lassen durch die Wirklichkeit der Katastrophe und sind sofort in diese Aktion der Liebe reingetreten und haben gesagt, ihr könnt kommen. Also, Gott spricht durch die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist Gottes Sprache. Reality is God's language. Das ist das Motto für heute. Ich wünsche uns allen, dass wir in der Wirklichkeit lesen und Gottes Klopfzeichen verstehen und darauf reagieren und uns dann verschenken. Die Wirklichkeit ist Gottes Sprache. Euch einen schönen Tag.